So, hallo lieben und herzlich willkommen zurück zu Angels of Death. Der Doktors Eye ist der Schatten, er kann sie sehen. Die Augen des Doktors sind zu, sie sind geschlossen, ich kann sie nicht sehen. Denn er wurde vorhin umgebracht, also für mich vor allem für euch im letzten Part von Zack, glaube ich heißt er. Der die Regeln missachtet hat und mir einfach gefolgt ist. Und er hat gerade die Glaswand zerbrochen. Ja, aber ich wollte eigentlich ganz kurz gucken. Diese eine Tür hier nämlich. Die ist immer noch zu. Und ich habe auch nichts. Na gut. Die Glaswand ist shattered. Ist zersplittert. Hi. Scheiße, es bewegt sich nicht. Nicht mal, wenn ich draufschlage. Was zur Hölle soll ich tun? Wer zur Hölle bist du? Was tust du hier? Kreuz dir auf, als würde dir dieser ganz komplett verdammte Ort dir gehören, ha? Hat er mich gerade gehaut? Hat er mich... Au. Ich habe eine Bitte an dich. Ha? Bitte. Töte mich. Ach, er hat mich gerade angekotzt. Er hat gerade gekotzt. Es hat sich angehört, als hätte er die ärgsten Blähungen und würde jetzt kacken. Oder willst du jetzt? Er hat gekotzt. Lol. Frag mich doch nicht so komische Shit wie das. Ich habe keine Zeit für crazy Schlampen, das verrückte Schlampen wie dich. Ich bin 13. If you're just gonna spew out creepy shit like that, how are we getting this door open? Wenn du so komische Sachen sagen kannst, wie wär's, wenn du einfach die Tür hier aufmachst? You got it. Gross. Ekelhaft. Ich weiß nicht, wie ich es aufmachen soll. Okay, warte, warte. Nein, das war nicht hier. Huch! Was ist da jetzt gestanden? Scheiße, ich hab nicht... Ich hab nicht geschaut, was gestanden. Aber ich habe einen Schlüssel bekommen. Okay. He moved. Er hat sich bewegt. Verfickte Scheiße nochmal. Okay, nein, was... Warte mal, warte mal, warte. Er wollte mich das hier nicht lesen lassen. Was steht hier? Wir werden den Staub jetzt wegwischen. Was steht hier? Help, help. Scared, scared. Hilfe, Hilfe. Angst, Angst. Am Anfang waren es drei, aber jetzt bin ich allein. They're coming of us three. Only I'll be killed. Sie kommen. Von uns dreien werde nur ich getötet. Sie werden mich töten, als wäre das ein natürliches Ding. Wer hat sie freigelassen? Hilfe, Hilfe, Gott. Gott. Gott würde jemanden vergeben. Gott würde vergeben. Gott würde jemanden vergeben, der getötet hat, richtig? Ich glaube nicht. Kommt auf die Situation an. So, wir haben den Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt hier endlich eine gehen. Press it! Yes, nice. Ist meine Kamera... Ich habe das Gefühl, sie laggt ein bisschen. So, Bursche! Hey, hast du denn auch die Aufzugstüre aufgemacht? Ja. Yep, da habe ich. Tja, das schaust du, ha? Haha! Haha, das warst du? Hey! Hast du vorher nicht gesagt, dass du willst, dass ich dich umbringe? Ja, habe ich.
Ich bin so ein Idiot. Also gut. Lass uns zusammenarbeiten, um hier rauszukommen. Then once you're frolicking outside with a goddamn stupid grin. Dann, wenn du rausgehst, frohlockend und mit einem blöden Gesicht auf, mit einem blöden Grinsen auf deinem Gesicht, dann werde ich dich töten. Hast du es dir auch so ein komisches Auge? Wirklich? Well, that is. Ja, wenn du das, wenn du darauf beharrst, wenn du das wünschst. Okay. Okay, also, lass uns hier rauskommen. Lass uns hier rausgehen. Alright. Isaac Foster. Zack. Viel besser als Dr. Tenny. Hey. Ich habe zwei Regeln. No fucking around, no prancing around. All merit life. Okay, wir sollen nicht herumtrödeln und wir sollen nicht herumtrödeln. The fuckers who look so happy. Achso, und wir sollen nicht fröhlich aussehen. Ich habe ein großes Problem mit Vollidioten, die so glücklich aussehen. Wann immer ich sie sehe, ich kann mir nicht helfen, ich muss sie töten. Was auch immer du sagst. Well, nun, mit diesem toten Ausdruck in deinen Augen sollten wir zwei keine Probleme miteinander haben. Das glaube ich auch. Okay, wir sind auf B4. Ja, es ist chillig. Wir sind nur auf B4? Lass uns schnell hier rauskommen. Beweg dich. Isaac Foster, hm? Da ist was im Wasser. Ah, was ist es? Was zur Hölle ist es? Ich habe keine Ahnung. Du weißt es nicht? Warum sollte ich es dann wissen? Ich verstehe. Auf etwas den ganzen Tag zu starren, wird dir nicht helfen, es besser zu verstehen. Jetzt beweg dich. Aber ich trödel doch so gerne rum, Mann. Grabstein, ne? Okay. Ein Grab. Oh Mann. Kein Wunder, dass es nach Blut riecht. Sollen wir sie ausheben, die Gräber? Wie auch immer. Ah, du machst. Mit dir macht es keinen Spaß. Okay. Friedhof 2. Okay, viel Schmutz. Eine Pickaxe. Mit dem Namen, mit dem Namen, mit dem Namen, Name. Okay, wer ist da ausgegraben worden? Name, 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 Name. Grace of the Impure, the pitiable unwanted by the Master and his angels. Await to be purified, plummeting to the depths and be buried in the ground. Okay, den, der Meister und seine Engel? Okay, die Tür ist zu. Okay, sind das, weiß ich nicht, die Opfer vom Meister seiner Engel? Das ist Morgue. Ah, ist das, wo die Leute eingeäschert werden? Ich glaube, das ist, wo die Leute eingeäschert werden, oder? Das schaut eigentlich aus wie... Graveyard 1. Hä? Warum komme ich denn da nicht hin? Sieht nämlich aus, als würde man da rüberkommen. Komisch. Und alles ist zu. Es ist nur ein Grab. Willst du denn so dringend hinein? Aber das wird nichts bringen. Es ist schon besetzt. Zum Geschenk ein bisschen in the grave. Oh, was zur Hölle machst du da? Ist da irgendwas unten? Ich kann es nicht erreichen. Oh, dann mach das. Ah, aber der Körper. Oh Gott. Sein Bein ist runtergefallen. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Du scheißt ja auch nix, Zack, hä? Morky, jawohl. Ist das das, wo sie eingeäschert werden? Mann, ist das... Nein, okay, ist es nicht. Hier drinnen friert man.
Die Luft ist voller irgendwas und riecht nach Chemikalien. Ich möchte nicht zu lange drin bleiben. Can't really get out of here fast, okay? Princess, the master expects a pure soul and body. Und die Kopfhörer, und die Kopfhörer. The icy chill pervades the air. It appears to be a gigantic freezer, but the top door has been left open. There's a small piece of scrap paper inside. What Kim Beckett, 36, Pot B3, COD, Blood Loss from Bullet Wound. Okay, das ist ein Blutverlust gestorben. Mr. Beckett hat the key 4 on his purse, but it has yet to be found. First he lost it. Due to severe injuries, called his caution when handling an arm was lost while being thrown in a tank. Okay, dieser Typ ist gestorben, es sagt B3. So it's safe to assume he died here. There. We're in before, which means there's still more philosophical. Are you from this place? Well, I guess you could say that I'm just taking some from it. Could kill whoever I want. Aha. The same goes for the guys on the outflows too, huh? Even though not on up on the details. Okay. Okay, so ja, seine Hand ist schmutzig. Er hat einen Arm verloren. Die Wand bröckelt. Okay, irgendwas liegt am Ende des Wassers. You can rinse your hands off here. Oh. Ah, er kann seine Hand hier waschen. Das ist ein bisschen besser. Ah. Irgendwas Scheiniges. Irgendwas Leuchtendes ist im Wasser. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Oh, just create a hole. Peering into the hole with space on the other side, it's too dark. Okay, also da ist ein Platz auf der anderen Seite, aber es ist zu dunkel, um was zu sehen. Was sind das für Dinge? Okay, wir haben einen Schlüssel. Ah, Greyfield Ernst. Den Schlüssel haben wir bekommen. Warte mal. Warte. Können wir uns das jetzt holen, oder? Was liegt denn da unten? Okay, können wir uns jetzt noch nicht holen. Ich würde gerne die Tür. Noch ein Friedhof. Oder noch mehr Gräber. Einer nach dem anderen. Warum zur Hölle würde man in so einem Ort so viele Gräber brauchen? I fucking don't know. The holy land of the coveted. Those the master coveted, just pure angelic adorers, and those exceptional. She laid us after rest for this magnificent privilege, but heed my words. Wicked souls that betray the master shall be damned here in eternal hell. Das klingt so, als wäre dieser Meister entweder ein Priester oder ein Vampir. Okay, das sind wieder Namen. Eine, wieder so eine Ding. Das ist ein odd-looking stone. Ein neuer Grabstein. Ein Name ist darin graviert. Und was für ein Name? Ha, was stimmt denn nicht? Irgendwas steht da drauf. Ein Name steht da drauf. Ah, alle Gräber haben Namen auf ihnen. Was hast du denn? Rachel Gardner steht darauf. Es ist ihr Name. Das ist mein Name. Mein Name steht da drauf. Nicht wahr? No way. Was soll er? Also, steht meiner auf diesem hier? Scheiße. Was stimmt denn hier nicht mit diesem diesem Ort hier? Hey! Hey, starr nicht auf diesen Grabstein. Das soll kein Angriff sein, aber ich will ja nicht unbedingt mit dir sterben. Okay, wir kommen hier raus. Auf einem Weg oder auf dem anderen, okay? There's a fair large crack in the wall. Das ist ein komisches Loch hier. Ich passe nicht rein. Ich glaube, wir haben keine Option mehr. Wie wär's, wenn ich gehe? Ha? Huh? You're just saying that you can bolt. Ich weiß nicht, was bolt heißt. Achso, fliehen wir anscheinend. Ich werde nicht weglaufen. Nicht bis ich getötet werde. Meine Güte, du gibst mir echt. Du raubst mir echt die Nerven.
Aber genug davon, oder? Du schaffst mir Gänsehaut. Anyway, we can't just sit here and do nothing. Take care. Wir können hier nicht herumsitzen und nichts tun. Also, geh, tu es. Oh, und wenn du stirbst, dann gib mir einen. Ich bin tot! Damit ich das weiß. Das kann ich doch nicht, wenn ich tot bin. Halt die Klappe! In that case, at least be useful before I die. In diesem Fall, sei einfach nützlich, bevor du stirbst. Ist ja gut. Okay, wir gehen in den Alm. At the time for grass is written on the sheet. Bist mein Inventory. Something in einer Kinderhandschrift. I first learned of that kid. I've always been curious. But I didn't know her for the longest time. I longed to see her, but the bust's always in the way. Ich habe viel über das Kind gelernt. Ich kenne sie jetzt nicht lange. Und würde sie gerne sehen, aber dieser Bastard ist die ganze Zeit im Weg. Sie hat so eine schöne Stimme. Sie muss so, so, so liebenswürdig sein. Sie muss! Ich meine, das ist, warum ich für sie hier... Fell for her overnight. Wahrscheinlich, deshalb habe ich mich ja letzte Nacht in sie verliebt oder so. Oh dear. Ich mache etwas Spezielles für sie. Irgendwas ganz Spezielles, nur für sie. Einen Platz für ewige Ruhe. Mhm. Order for Shovels, Hammers and Pickaxes. There's a Grayson design schematic, but it appears with Charles' handwriting. There are other schematic esque documents, but I have no idea what they are for. An unpolished stone, clothing gloves. Das haben wir schon. Ah, wir haben eine Kerze gefunden. Das wird wahrscheinlich useless. Blablabla. Okay, warte. Ein neuer Grabstein und noch ein neuer Grabstein. Dass das der ist, kein Schlüsselloch wieder. There's a lot of them all jumbled together, but none of them really look like a clue. This is a dead end too. What to do? Wir wollen zurückgehen müssen. Also die alle wollen was von ihr. Der erste mochte ihren Gesichtsausdruck nicht, dass sie happy war, aber sie war ja eigentlich nicht happy. Der zweite wollte ihre Augen. Der dritte liebt ihre Stimme. Zack, was tust du da? Was machst du? Dieser Grabstein geht mir auf die Nerven. Ich möchte ihn einfach zerschlagen in viele Teile. Deine Waffe gibt, könnte da vielleicht ausschlaggebend sein. Shut up! Halt die Klappe! Denkst du nicht, dass ich das weiß? Oh mein Gott, ja, egal. Hast du irgendwas gefunden? Okay, die Passage zum Raum. Da war eine Tür, aber sie war verschlossen, also konnte ich nicht weiter. Sie hat kein Schlüsselloch. Also muss es eine Art Mechanismus geben, den die aufmacht. Ach nee. Nein, lass uns weiter schauen, okay. Aber könntest du hier auch gucken? Was? Der Mechanismus und ich, das funktioniert nicht. Yeah. Fein, geh jetzt. Hör auf, mich zu schubsen. Okay. Ha, was denn noch? Kannst du mir einen Gefallen tun und mein Grab nicht zerstören? Wer gibt denn da? Wen interessiert's? Warum gehe ich jetzt hier zurück? A way to open the door. Ein Weg, um die Tür zu finden. There was some sort of strange dramatic earlier. No wonder, ich frage mich. Frag sich was. Warum gehst du denn wieder in diesen Raum zurück? The schematics underneath it are different than the others. I suspect this is a clue for the mechanism. Okay, the sequence of squares. That punk. Schlussmechanismus, wo zur Hölle soll ich denn danach suchen? The only thing around here is graves. Es gibt hier nur Gräber. Aber ich kann hier wohl nicht die ganze Zeit rumsitzen. Okay, ich spiel mit. Just a little gun, taking the morbid sides. Aber dieses Grab nervt!
Nichts würde mich glücklicher machen, als es zu zerstören. Aber wie es diese kleine Göre gesagt hat, das würde mein Schwert ruinieren. Maybe while I'm at it, I will pick up something to smash it. Ach, jetzt schau ich ihn, okay. Ja. That kid's grave, huh? Damn, even the last are coughed into me, and I just didn't. Well, even that time, I couldn't read it anyway. Okay, das ist das. Sagt er dazu irgendwas? Nein, er sagt nichts dazu. Wie wär's damit? Nein. Eine Laterne vielleicht? Das hier? Will er die... Oh, die wird's tun. Definitely not grab some with this, okay. Okay, er will es nicht holen. Gut, wir speichern wieder. Okay, wird es zerstört. So schaut's aus, so geht's. Dieser verflickte Felsen, dieser verflickte Stein macht mir Probleme. Oh, er hat eine Idee. Oh, it just occurred to me. The aggressions are now fair game too. Aha. Er macht jetzt alle kaputt. Aber der ist noch nicht ganz kaputt! Whoever, wer auch immer das gemacht hat, nimm das! Nimm das! Er will alle Gräber kaputt machen. Jetzt haben wir es geschafft. Iris machen wir nicht kaputt, sie haben schon gebeten. Nice! Waren das alle? Ha, warte. Was wollte ich tun? Oh ja, der Mechanismus. Ich war so beschäftigt mit Smashing, dass ich nicht geguckt habe. War da irgendwas? Na, ja, vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Riskieren? Yes, da war's. Some sort of such is wibble in the debris. Hä? Huh? Diese Sequenzen der Quadrate. Es gibt 16. Und eine Kalkulation für sie ist auch beschrieben. Ist das auf die Grabstelle bezogen? Hä? Huh? Was ist das für ein schreckliches Geräusch, was ich die ganze Zeit höre? Wenn das die Grabsteine sind, wenn man sie dann zusammentut mit der Kalkulation... Irgendwas wird da passieren. Was zur Hölle ist das? Was? Die Tür ging auf? Geht auf? Hat er es aufgemacht? Zack, du bist ja vielleicht doch nicht so dämlich. Wie hat er denn das geschafft? Wie konnte er den Mechanismus öffnen? Es ist dunkel. Ich muss ein Licht machen. Warte mal, ich werde ihm das vielleicht zuerst sagen, bevor ich da reingehe, oder? Just tell me to her. Okay, gut. Schade, ich dachte, ich soll es ihm sagen. Oh oh.
There's a document with someone's name and work history written on it. The person will resume. Okay. Books on this is what I read. Okay, ich kenne mich damit nicht aus. Es macht keinen Sinn. Inspect the pen. Part resumes. Sie blättert darin. Watkin Beckett, dieser Name. Ich habe ihn früher vorhin gesehen. Sind das Berichte über jeden, über alle, die hergekommen sind? Und wie ich dachte, dieser Typ ist hier gestorben. Anfang des Films slipped out below the files. Warte mal kurz. Okay, da steht selber. Resumes are scattered about. Dieser eine hat meinen Namen drauf. Da steht jedes Detail über mich. Hm. Ah, hier ist noch einer. Das hier ist von jemand anderem. Isaac Foster, das ist Zack. Job unknown. Estimated age as 20. In childhood there is evidence that he was placed in an orphanage. Und ich habe mein Mikro gerade schon wieder angespuckt. The institution was unauthorized, therefore details surrounding it are unknown. Possible trafficking. Okay, er war also in seiner Kindheit in einem Waisenhaus. Diese Institution war nicht autorisiert. Oder nicht eingetragen, nicht gelistet. Also gibt es keine Details dazu. The institution was likely charged with substandard living condition, but Isaac Foster was ever missing by then. Okay, diese Institution wurde später geändert. Aber Isaac Foster ist da schon verschwunden. Aber die Knochen von verschiedenen Kindern wurden in dem Institution's Yard, auf dem Friedhof gefunden. Moreover, the fun is what is believed to be the slaughtered body of the proprietors. Okay, also er hat geschlachtet schon in der Kindheit. There's a large gap between the period of death for the slaughtered children and the proprietors. Mhm. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Zeitperiode der Tode, zwischen den abgeschlachteten Kindern. Proprietors, sind das vielleicht die Kinderbetreuer? Auf den Wunden basierend ist auf jeden Fall, wenn man jetzt wundenbasierend geht, dann wird es wahrscheinlich der Isaac Foster gewesen sein. Wo er ist, weiß man nicht. Er ist auf jeden Fall involviert in Psychomorde. Viele Jahre später. The medicine is extended to several locations in office. This is a position for rituals at the time of crime. Er hat, ja genau, da steht, dass er hat eine starke Tendenz auf menschliche Emotionen zu reagieren. Possesses great physical prowess, but is poor at planning. Lacks education and experience. Er hatte große physikalische Stärke, aber schwach im Planen. Also er macht das alles sehr impulsiv. Und er hat eher weniger Erziehung und wenig Intelligenz. Freddy's entire upper body is bandaged due to burns that are believed to have been sustained during his stay at a facility in childhood. Also sein Oberkörper ist in Bandagen eingehüllt. Er hat also Verbrennungen erlitten. Dürfte während seiner Kindheit passiert sein. Vielleicht hat er deshalb alle umgebracht, weil die ihn geärgert haben, eventuell. Ich weiß es nicht. Okay, genau, er wurde eigentlich auf B6 quartiert, aber requartiert, weil er die Regeln gebrochen hat. Cause of death, blank. Victims, blank. Alles weiß, da gibt es noch keine Infos dazu. Das ist er möglicherweise. Ich bin der Mörder, inzwischen wie er lebt, und er ist ein Serienkiller. Has he been murdering people here ever since? Hat er bis jetzt die ganze Zeit Leute gemördert? The cause of death and these victims are blank. Sie sind weiß. If I die, then my name will go there. He's on the run now, though. Hm. Ich frage mich, wie viele er getötet hat. Ich werde ihm das zurückbringen. Okay, come the finger that I haven't looked in the back of this room yet. Okay. Ich würde sagen, meine Lieben, bevor wir uns diesen Raum hier anschauen, werde ich hier eine Pause machen, denn ich habe Hunger. Ja, man mag es kaum glauben, aber selbst mit der Sohn im Spiel
kann ich Hunger bekommen. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Es wird auf jeden Fall immer creepier und gruseliger jetzt. Mal schauen, wie es weitergeht. Ob es mir verschiedene Enden sogar hat, das weiß ich nämlich nicht. Und was im Endeffekt dann wirklich rauskommen wird. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ich kann auch nicht mehr reden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.